Ja, hallo, hallo. Very welcome bei Hot Hecko. Nun, liebe Bierfreunde heute und überhaupt liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Heute geht es wieder um Solides. Und wie ihr seht, es wird wieder als Unboxing durchgeführt. Ja, Solides Teil 3. Muss jetzt wohl sein, weil bei Solides hat sich alles geändert. Ihr seht schon, die Kiste sieht ganz anders aus. Hier steht Schinkels. Die Kiste sieht edler aus als die hervorige. Und dann wollen wir uns des Biers mal annehmen und mal gucken, was es noch kann. Dazu holen wir mal ein Solides aus der Großverpackung raus. Ja, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 mal 6. So viel Bier haben wir jetzt in der Kiste. Kleine Rechenaufgabe. Ja, genau. Bei Solides enthält die Kiste jetzt 24 Flaschen 033. Wie ihr sehen könnt, hat sich die Flasche total verändert. Das Etikett ist noch das gleiche. Ich trauere um die gute alte Granate, die es bei Bergbräu gab. Die konnte man jederzeit ohne Werkzeug öffnen und das ploppt dann auch so schön, wenn es einem gelingt, das schön ploppen zu lassen. Der Spaß ist nun vorbei. Jetzt haben wir eine schnöde Flasche mit Kronkorken. Ja, die Flasche ist auch länglicher. Nicht mehr so schön granatig. Aber gut, so ist es. Dann wollen wir mal die Brille aufsetzen. Ich denke, die Informationen kennt ihr alle noch aus den letzten Videos über das solide Bier. Aber so ist das. Naturtrüb, das Göttinger Soli-Bier. Jede Flasche eine Spende. Genau, das ist ja das Konzept von Solides. Das ist jetzt keine Brauerei. Es ist eine Initiative von ein paar Leutchen mit Braumeister und die haben ja bei Bergbräu brauen dürfen und halt deren Flaschen, deren Kisten, alles von denen entsprechend genutzt. Nun haben sie letztes Jahr die Brauerei gewechselt. Das heißt, diese Initiative braut jetzt mit Schinkels aus Witzenhausen. Das ist eine Bio-Bierbrauerei. Das heißt, Solides wollte Bio gehen. Wir finden auf der Flasche aber keinerlei Vermerk, dass es Bio ist. Man sagt sich, Bio-Siegel sind teuer. Das können wir uns nicht leisten. Das halte ich für eine Halbwahrheit. Also, ich meine, aber so ganz genau kenne ich mich auch nicht aus, aber ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass so richtig kleine Unternehmen, also klein, ganz klein, die kriegen so viel Förderung, dass das Bio-Siegel dann die nichts mehr kostet oder fast nichts kostet. Keine Ahnung. Nun weiß ich aber nicht, wie es ist, weil die sind ja keine Firma, das ist ja eine Initiative. Ob das da nun genauso ist, weiß ich nicht. Fakt ist, es ist jetzt ein Bio-Bier ohne Bio-Deklaration. Es ist natürlich so, wenn man klassisch Bio-Siegel kauft, das ist teuer, das braucht man nicht. Wenn man nun aber extra Bio-Bier macht, ist es schon günstig, dieses studentische und akademische bürgerliche Publikum hier in Göttingen dann auch mit einem Bio-Siegel zu bewerben. Ich brauch's nicht. Mir ist das Wumpe. Ich bin ja auch ein Proll und nicht so ein Studierter. So. Dann wollen wir das mal vorlesen. Keller, Bier, Naturtrüb, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfe, Hefe, sonst nichts. Keine Eiweißklärung, nichts. Gutes Bier, guter Zweck, eine solide Kombi. Du genießt ein leckeres Bier und solidarisierst dich mit sozialen und ökologischen Projekten vor Ort. Mehr auf solides
www.bier-bier.de. Ja, das könnt ihr mal googeln, dann seht ihr, wen die so unterstützen. Das heißt, der Gewinn der Margen geht in die Unterstützung verschiedener sozialer und ökologischer Projekte in Göttingen. So. Ach so, hier entsteht ja noch Alkoholgehalt 4,9%, 33 cl. Kooperativ gebraut von Schinkels Brauhaus in 37213 Witzenhausen. Und das ist ein gutes Brauhaus. Da müsste ich eigentlich auch mal ein Bier vorstellen. Das Pilz finde ich zum Beispiel sehr gut bei den Witzenhäusern von Schinkels. Aber jetzt geht es hier wieder um dieses Kellerbier von Solides. Jetzt ist es natürlich ziemlich lange her, dass ich das Bergbräu Solide aus der Granate getrunken habe. Aber ich vermute mal, jetzt ist alles Bio. Das heißt, andere Zulieferer, andere Rohstoffe, andere Gerste, andere Hopfen. Ja, ich bin so ein bisschen behindert, ich muss auf links gehen. Ich habe einen Kapselriss zugezogen. Habe gegen Stahlblech geboxt, ziemlich dumm. An der Tankstelle. So. Das tut man nicht alles. Okay. Dann wollen wir es mal. Also wie gesagt, ich habe es lange nicht getrunken, weil es ja jetzt eine Zeit lang vom Fenster verschwunden war durch die Umstellung. Es sollte vor ein paar Monaten losgehen, das hat sich nochmal verzögert, aber jetzt im März ist es wieder zu bekommen an den üblichen Stellen. Es gibt, habe ich jetzt leider nicht parat, Entschuldigung. Vielleicht kann ich es noch in die Beschreibung schreiben, wenn ich es nochmal erforsche. Es gibt da verschiedene Kioske und gastronomische Betriebe natürlich auch. So, schön, schenkt es sich hier ein, es entsteht ein schöner Schaum. Gucken, wie haltbar der ist, weil da ist ja nichts mit Eiweiß und so gestrickt. Er baut sich zumindest so zügig ab, dass ich jetzt hier ohne Überschwappen schnell zum Eichstrich komme. Das Bier ist ja kellerbiertypisch und gut, es gibt ja diverse Kellerbiere, also auch wenn hier Göttinger, was steht hier eigentlich drauf, Göttinger Edelpilz, nee, Göttinger Pilsener drauf steht. Es ist natürlich Solides. Es gibt keine Gläser von Solides, wäre vielleicht eine Idee. So, ich fülle das noch bis Eichstrich. Es wird ja naturtrüb sein, also schüttel ich es ein bisschen hier auf. Ja, da haben wir eine schöne Schaumkrone, oder? Also wieder wenig Kohlensäure, wie gehabt. Alles natürlich. Wahrscheinlich nur von der Gärung nichts zugesetzt. Und dann haben wir hier so ein schön, ja, gelb-oranges Bier mit einer Schaumkrone, die gerade schon ein bisschen kleiner geworden ist. Also hält nicht sehr lange die Krone, aber ist ja auch nichts dran gekünstelt. So, dann kommen wir mal zum Antrunk. Ich vermute, es wird jetzt etwas anders schmecken als wie vorher. Schlecht ist es schon mal nicht. Dann mache ich mir ein bisschen frei hier. Ja. Also, interessant. Ja, es hat sich kräftig verändert, finde ich. Es wird wohl, ich schätze, es ist noch dasselbe Rezept. Da wird man sicher nicht extra was umkrempeln müssen. Es wird gemunkelt, dass sie noch andere Sorten rausbringen wollen, aber das ist halt noch das altbewährte Kellerbier. Ich muss noch mal nachtrinken. Mhm. Hier ist die Kohlensäure jedenfalls stabil, wenn auch wenig. Ja, es fängt wieder sehr süffig, malzig, mit einer leichten Süße an. Das kennen wir ja schon, aber es schmeckt von vorne bis hinten anders. Das kann ich gar nicht definieren so richtig. Aber es ist wieder süffig, malzig und hinten raus kommt der Hopfen. Also das gleiche Rezept. Nur ist es, glaube ich, sehr anders durch den anderen Hopfen.
Steht leider nicht drauf, welcher verwendet wird, aber ich habe es nicht im Kopf. Aber wie auch im Schinkelbier natürlich, haben wir hier einen ziemlich fruchtigen Hopfen. Es wird dann auch herb mit der Zeit, aber es verabschiedet sich fruchtiger als das ehemalige solide. Das hier ist einfach noch mal ein anderer, fruchtigerer, so Zitrusfrüchte mäßiger Hopfen. Der ist eine runde Sache. Ist nicht mehr das gleiche solide, aber auch sehr gut. Ja, das solide ist fruchtiger geworden, das kann ich schon mal festhalten. Ne, das Malzige hat man noch so mit so einer Süße, aber ich finde, das ist nicht mehr so betont. Ich meine, bei dem alten Soliden war das Malzige mehr betont. Wahrscheinlich, weil der Hopfen, der sich deutlich gezeigt hatte, mit Bitternoten, nicht so viel Frucht reingegeben hatte, war das vielleicht weniger komplex. Konnte man das schön auseinanderhalten. Hier ist der Hopfen so dermaßen fruchtig. Aber gibt dem auch am Ende ein bitteres Rückgrat. Was vielleicht bei dem alten Granaten in der Urform des soliden bei Bergbräu damals, fand ich den Hopfenabgang in der Bitterkeit deutlicher, in der Herbe. Aber es ist ein schönes Bier. Also dieses Fruchtige, da kann ich jetzt auch nicht nein sagen. Ja, man muss sich leider verabschieden von den Granaten. Alles neu. Das Leben ist stete Veränderung. Ja gut. Prost! Hopp in Kopp, nicht lang schnacken, Kopp in Nacken. Macht's gut, liebe Bierfreunde. Ein neues solides. Ich traure um den Abschied von der Granate, aber der Trunk in der neuen Flasche ist exzellent. Wieder ein gutes Bier. Und damit, tschüss.